Das Magdeburger Friseurmuseum engagiert sich auch immer wieder für benachteiligte Mitglieder unserer Gesellschaft. Kürzlich wurde ein weiteres Inklusionsprojekt gestartet. Dabei geht es um die Einbeziehung demenzkranker Menschen. Vor allem aber um deren Angehörige, insbesondere wenn der oder die Demenzkranke noch zu Hause wohnt und von Angehörigen gepflegt wird. Das stellt die Pflegeperson meistens vor besondere Herausforderungen, geht auch die Demenz oft mit Problemen beim Essen und Trinken oder mit Veränderungen der Persönlichkeit, Unruhe oder Aggressivität einher. Selbsthilfegruppen der pflegenden Angehörigen können da eine große Hilfe sein. Es gibt in Magdeburg mehrere dieser Gruppen über die ganze Stadt verteilt. Eine dieser Gruppen gibt es im Peak Ass in der Leipziger Straße 43. Die wird von Sonja Roden geleitet. Und das Friseurmuseum unterstützt diese Gruppe. Mehrere Male traf sich die Gruppe bereits in dessen Räumen. Das ist eine Gruppe von pflegenden Angehörigen. Das sind ungefähr 10 Leute, die ich in der Gruppe habe. Ich habe im Amt damals 4 Gruppen entwickelt. Die sind in den alten Servicezentren oder in den offenen Treffs angesiedelt. Eine ist in der Max-Otten-Straße, eine ist im Kannenstieg. Ich habe die im Peak Ass und dann gibt es noch eine im Heim in Sudenburg, die macht Herr Villar. Und die in der Max-Otten-Straße, die hat Frau Raselowski übernommen. Und die Kontaktstelle wurde jetzt auch, die ich in der Stadt gegründet habe, von den Maltesern übernommen. Und die machen das, führen das auch sehr gut weiter. Da bin ich auch froh darüber. Ja, und pflegende Angehörige brauchen Unterstützung. Und da habe ich eben jetzt diese Gruppe im Peak Ass. Und die freuen sich auch immer, wenn wir uns treffen. Nicht jeder kann immer zu jedem Termin kommen, weil die Pflege doch ganz schön anstrengend ist. Und dann entschuldigen sie sich aber, sie werden angeschrieben oder per WhatsApp angeschrieben, sodass sie auch die Termine alle kennen. Es gibt auch einen Kalender, in dem die Termine stehen, sodass sie sich an ihrem Kalender orientieren können. Wenn man jetzt bei Google nach ihrem Namen sucht, dann erkennt man ja, dass sie auch in der Stadtverwaltung auf dem Gebiet schon tätig waren. Genau. Können Sie da mal noch ganz kurz umreißen, was Sie da gemacht haben? Also ich war in der Stadt 10 Jahre lang Leiterin der Altenhilfe, habe zusammen mit meinem Kollegen, der die Gruppe in Sudenburg übernommen hat, die Alten- und Servicezentren entwickelt, dazu Konzepte. Dann habe ich für Migranten eine Netzwerkstruktur aufgebaut, Konzepte dafür entwickelt. Dann habe ich die Förderung freier Träger übernommen. Und danach, da hatte ich auch eine Demenzinitiative und Schulungen gemacht, mit verschiedenen Leuten zusammen sensibilisiert, die Wohnungsunternehmen. Ja, und dann bin ich wieder zurück in das Sozialamt gegangen und dann habe ich die Kontaktstelle Pflege entwickelt. Da haben Sie ja quasi mit unserer jetzigen Oberbürgermeisterin zusammengearbeitet. Ja, sie war Abteilungsleiterin wie ich früher, ist dann Amtsleiterin geworden, wurde dann Beigeordnete und jetzt ist sie Bürgermeisterin. Wie hat sich denn jetzt diese Zusammenarbeit mit dem Friseurmuseum, wie ist denn die zustande gekommen? Eine meiner pflegenden Angehörigen hatte den Kontakt zu diesem Friseurmuseum und hatte mir die Karte gegeben und ich habe den Kontakt aufgenommen. Wir waren in der letzten Woche schon einmal hier. Und ich fand das sehr interessant, weil man da so Dinge entdeckt, die man als Kind schon beim Friseur entdeckt hat. Das fand ich sehr gut und ich habe auch im ersten Gespräch hier noch eine andere Dame gesprochen, die war auch älter und die interessierte das Thema Demenz intensiv und da ältere Leute hier kommen, habe ich auch angeboten, ich könnte auch mal eine Schulung oder eine Sensibilisierung zu dem Thema machen, weil das Thema geht uns alle irgendwann an. Du ist ja Barbara, also Frau Zoch hier, die Leiterin, ja auch an Inklusion sehr interessiert. Ja. Hat auch schon, die Leute vom ZDF waren so ja schon hier. Mhm. Ich sag mal so, für demente Personen ist ja eigentlich so die Beschäftigung mit der Vergangenheit, mit der Kindheit wichtig. Ganz wichtig. Ja. Ja, weil die Erinnerungen dann zum Schluss auch noch da sind. Und das wäre auch was für Demente, um hier mal mit denen rumzugehen, aber ich habe nicht mehr so viel Zugang zu Dementen. Das war anders, als ich da noch in der Stadt war, aber ja.
Also die, auch diese Plattenspieler und so, das kennen ältere Menschen. Ich kenne sie auch noch. Ich kenne noch so eine alte Kiste da. Wir hatten auch so ein Teil zu Hause. Aber das ist sehr interessant und man kann auch hier alles ausprobieren und gucken. Und ich finde das sehr interessant. Man kann so oft herkommen, man entdeckt immer wieder was Neues. Immer wieder was Neues. Also ich bin ja nun das dritte Mal hier. Ich entdecke immer wieder was anderes. Vor allen Dingen auf den Fotos entdecke ich auch ehemalige Bekannte oder gute Bekannte, die ich lange nicht gesehen habe, wie Silvia. Und da habe ich gesagt, das ist doch Silvia, ja. Naja, und eine gute Bekannte war auch hier sehr lange involviert, habe ich jetzt erst mitbekommen. Ja. Das heißt also, so ähnlich wie bei mir, Sie sind auch quasi voll ausgelastet, auch als Rentnerin, ja? Jo. Mache ich aber auch gerne. Also wer rastet, der rostet, sagt man ja. Das ist nicht nur ein Sprichwort, da ist wirklich was dran. Und ich bin mit meinem Fahrrad heute hier angekommen. Wenn Sie mehr über die Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige wissen wollen, die Kontaktstelle befindet sich im Sozial- und Wohnungsamt im Wilhelm-Höpfner-Ring in Sunburg. Auch die Pfeiferschen Stiftungen bieten ein kostenloses Infotelefon für Betroffene und Angehörige unter der Nummer 0800 724 06 39 an. Und auch das Friseurmuseum leitet Ihre Anfragen gerne weiter oder Sie schauen zu den Öffnungszeiten einfach an der Wahlbecker Straße vorbei. Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Und zu tun gibt es für Freiwillige auch immer etwas. Und wenn es Rasenmähen im kleinen Garten des Museums ist.